Aber auch Babette Babitsch, die Verkörperung, habe ich immer so den Eindruck von Nietzsche, Hölderlin, Heidegger, aber eben auch Adorno, von Poesie, Poetik und dann doch auch Wissenschaftstheorie in einer Person vereinigt zu finden, finde ich ganz wunderbar. Und das letzte Buch führt jetzt auch schon auf den Vortragstitel hin und auch auf die Person eigentlich sogar. Der Vortragstitel ist anders, als wir bisher angekündigt haben. Frau Babitsch wird jetzt sprechen über Nietzsche und Beethoven. Das letzte Buch von ihr, das jüngste, heißt The Hallelujah Effect, Philosophical Reflections on Music. Also auch viele Reflexionen über Musik und vor allem, darf ich vielleicht noch sagen, auch Frau Babitsch ist Fellow gewesen und sie ist von all den großen Fellows die einzige, die von uns ein Special Fellowship verliehen bekommen hat. Wir sollten das doch neu wieder erwähnen und vielleicht auch anknüpfen für ihre Verdienste, nämlich um Nietzsche in den Vereinigten Staaten. Also jetzt als Finale unser Special Fellow Babette Babitsch, und die so lange ausgehalten hat, genau wie Sie hier im Publikum, auf der nächsten großen Tagung wird die letzte, die erste sein, dann eröffnen Sie. Bitte. Vielen Dank, Rüdiger, das ist sehr schön von dir alles gesagt. Und ich auch möchte mich bedanken bei allen, die Unterstützung von vielen Leuten. Also das ist unübersehbar und man bedankt sich. Ich habe meinen Titel geändert, nicht einfach um Leute zu ärgern, sondern als ich gesehen habe, dass es steht am Ende. Und in der Tat, das ist der Hermeneutik von einem Kongress, Dinge, die am Ende kommen, sollen irgendwie etwas feierlicher sein. Und so, manchmal hat man ein Vernissage, manchmal hat man etwas, ein Klavierspieler, auch bei Nietzsche vorzulesen und so weiter, oder Kongressen. Und deshalb habe ich das ein bisschen geändert. Außerdem denke ich, dass die Medienleute sollten mich einzig für sich einladen. Ich habe einen Text, genau zu Kittler, es ist großartig, und man soll Kittler ehren, man hat während sein Leben nicht so sehr unter die Philosophen das getan. Also, und jetzt dafür tut man es übel sehr unter den Medienphilosophen. Also, und das ist eben wie das sich ausgleicht. Also, und hier, also ein Farewell Concerto, reden wir ein bisschen über Nietzsche. Das hat mir ein kleines Zeug gegeben und natürlich, ich habe das aber sofort verloren. Okay. Das ist die Technik, man verliert es immer. Und dann, man ignoriert das. Okay, das ist das Buch, das ist der Grund. Das ist bei mir zu Hause. Okay, und hier. Also, wir gehen dann, man konnte das betrachten und entziffern, wenn wir das wollen. Man weiß, ich fange an mit einem Hintergrund, was Sie natürlich selber, alle hier im Publikum, wissen es schon, besonders die Nietzsche-Gelehrten, und vor allem die Nietzsche-Gelehrten, dass Nietzsche mag Beethoven nicht so sehr wie Wagner. Nietzsche ist ein Wagnerianer. Und die eigentlich sich dagegen wehren, meinen und fühlen sich dabei ganz subversiv. Nietzsche mag Rossini, also Rossini subversiv wäre, aber doch. Oder Nietzsche mag Bizet, aber doch Wagner. Und dann kommt man immer zurück, Nietzsche ist Wagnerianer. Und ich habe das immer gelernt und ich habe das immer geglaubt und das ist mir eben ein bisschen egal, als alte Cellistin und so weiter. Ich dachte, ja, Wagner, okay, Wagner geht mir auf die Nerven, aber so what, Nietzsche mag Wagner, okay. Aber dann hatte ich ein Problem als Leser. Weil ich las nämlich die Geburt der Tragödie. Und das war immer ein Problem, weil Geburt der Tragödie ist von Anfang bis Ende ziemlich geschildert mit nichts. Und zwar nichts als Beethoven. Also ich fange an mit einem späteren Buch. In der Wandere und sein Schaffen schreibt Nietzsche, wir fangen uns hier an, Beethovens Musik erscheint häufig wie ein tief bewegte Betrachtung beim unerwarteten Wiederhören eines längst verlorenen geglaubten Stückes. Unschuld in Tönen. Es ist Musik,
über Musik. Im Lieder der Bettler und Kinder auf der Gasse, bei den eintönigen Weisen wandernder Italiener, beim Tanze in der Dorfschenke oder in den Nächten des Karnevals. Da entdeckt er seine Melodien, er trägt sie wie eine Biene zusammen, indem er bald hier, bald dort einen Lauf, eine kurze Folge erhascht. Es sind ihm verklärte Erinnerungen aus der besseren Welt, ähnlich wie Platon es sich an den Ideen dachte. Es handelt sich hier um eine vielschichtige Zusammenstellung dieser komplizierten Zitate, sowohl bezogen auf die Kaskade musikalischer Beispiele bei Beethoven, wie auch im Hinblick auf den sich daran anschließenden Vergleich zu Mozart. Ich habe das nicht zitiert, das ist ja mein Fußnote. Aber noch bevor wir genauer über diese Komplexität nachdenken können, unterbrechen wir uns bereits, wie ich angefangen habe, was man schon weiß. Hat nicht die Nietzsche-Forschung hier schon etliches als gesichert vorgelegt? Wissen wir nicht bereits, dass Nietzsche viel eher als Beethoven oder Mozart oder Haydn, der es abreden, oder Bach, Bizet oder Rossini regelrecht geliebt hat, ebenso wie uns manchmal im selben Atemzug verzichtet wird, dass Nietzsche als ein Wagnerianer begann und ein solcher im Grunde auch bis zu seinem Tod geblieben ist. Demnach votiert die große Masse der Nietzscheaner, ich möchte Ausnahmen kennenlernen, für Wagner, werden die selbsternannten Außenseiter, die liebe ich ja mal am allerliebsten, sich für die anderen beiden von Nietzsche erwähnten Musiker, Rossini und Bizet, stark machen. Ein paar wenige haben diese ihre Favorisierung mit Blick auf Nietzsches eigene Kompositionen zum Ausdruck gebracht und fast niemand außer mir spricht über seine Musik und die Griechen in Zusammenhang mit Nietzsches Wissenschaftstheorie. Meine Herangehensweise stellt daher trotz des an Offensichtlichkeit wohl kaum zu überbietenden Untertitels seiner Geburt der Tragödie aus, der in diesem Fall den Geist der Musik, eine kaum oder nur wenig befallene Studie dar. Warum erscheint Beethoven in die Geburt der Tragödie als Frontispiece noch vor dem Buch verangestellten Vorwort? Hat selber bezahlt. Ein Teil der Antwort liegt zweifellos in Nietzsches Beschwörung der Unschuld in Tönen, von der wir soeben gehört haben, die mit dem zusammengedacht werden könnte, was Nietzsche an anderer Stelle die Unschuld des Werdens nennt, also in einer Art musikalische Bedeutung von Erlösung. Denselben Widerhall können wir in der zweiten Auflage der Völlige Wissenschaft vernehmen, die 1887 um ein fünftes Buch erweitert erschien, und es ist nicht ohne Bedeutung, wie ich andernorts hervorgehoben habe, dass die Veröffentlichung der Völligen Wissenschaft eng auf die Publikationsgeschichte von Also Sprach Zarathustra abgestimmt ist. Nun stellt, wie ich ebenfalls behaupte, die Völlige Wissenschaft ohnehin schon eine Rückkehr zum Projekt von Nietzsches erstem Buch dar. Insbesondere die abschließende Bezugnahme auf die musikalische Herausforderung einer Kunst des Endens, das heißt, zu Ende kommen können, sowie die Kunst mit und nach Nietzsche rechtzeitig zu sterben. Und wieder wird hier nicht Wagner, sondern Beethoven beschwören. Wir halten es nicht mehr aus, rufen sie mir zu. Fort, fort mit dieser rabenschwarzen Musik. Nicht solche Unkenrufe, Grabesstimmen und Murmeltierpfiffe, mit denen sie uns in ihre Wildnis bisher regaliert haben, meine Herr Einsiedler und Zukunftsmusikant. Nein, nicht solche Töne, sondern lasst uns angenehmere anstimmen und
freudenvollerer. Das ist schön, eine schöne Stadt, das zu sagen. Okay. Bevor Tragödie und Musik, bevor Nietzsche die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik schrieb, hatte Nietzsche das philologische, das heißt hermeneutisch-phänologische Untersuchungen des Geistes der Musik auf seine Erforschung des musikalischen Charakters der griechischen Sprache als eine gesprochenen bzw. gesungenen bezogen. Und genau in diesem Sinne sollte man auch seine Überlegungen zum griechischen Musikdrama und Tanz verstehen. Und zwar zusammen mit seiner Erörterung von Asis und Thesis in Bezug auf Takt und Rhythmus. Und das heißt, in Bezug auf die Zeit. Mit seinem Fuß den Takt zu schlagen, das Ohr, wenn man so mit den Füßen hat, oder mit der Hand, auf jeden Fall mit dem Auge erkennbar, Hand und Fuß, wie Nietzsche sagt, stammt aus der altgriechischen musikalischen Praxis des Tanzens, der Orchestik. Diese Art und Weise des Taktschlagens ist zur Dramatisierung im Sinne einer buchstäblichen Koordination von Zeitintervallen, von Thesis, wie Nietzsche sagt, geeignet. Das Bezeichnen mit den Füßen stammt, das ist ein Zitat, aus der Orchestik. Im schweren Taktteil setzte der Tänzer den Fuß nieder, Fuß, Takt. Nietzsche versucht also zu zeigen, dass das, was wir Rhythmus nennen, entsteht, zitiere wieder, aus einer Reihe von Takten bestehenden Ganzen. In der von ihm hier vorgenommenen Beschreibung gibt es zwei Arten des Taktierens, für das Auge mit der Hand, für das Ohr mit hörbarem Aufschlag von Hand, Finger oder Fuß. Diese musikalische Zählung geht ganz offensichtlich vom Rhythmus des gesprochenen Satzes aus. Wir sprechen hier also von einer Art des Taktes, die nichts mit Betonungen, Stress meine ich, oder dem, was der Philolog Nietzsche den wiederum Stress Ictus nennt, zu tun hat. Und für gewöhnlich machen wir, als europäische Menschen, eben den Ictus durch gestresste Betonung kenntlich, während die ungestresste Nichtbetonung irgendwie im Gegensatz zur Betonung steht. Sie würden Ictus verstehen, weil ich es stets anwende. Ja, wie ich rede, das heißt manchmal betont, manchmal nicht, das ist normal und das hält man wach ganz am Ende, das ist der Grund dafür. Aber bei Nietzsche, sowas kommt nicht bei den Griechen vor. Also wie klingt das? Das ist eben die Frage. Es ist also fast unmöglich, über Längen, das ist Nietzsches Interesse gewesen, das ist der langweilige Teil von griechischem Unterricht, Längen und Kürzen in der Weise zu sprechen, wie sie nach Nietzsche dem antiken griechischen Rhythmus zukommen, eben weil sie sich in den modernen europäischen Sprachen unweigerlich zu Akzenten der Betonung verwandelt haben. Im Gegensatz dazu ist das tönende oder klingende Zeitmaß des Griechen von sich her und im wahren Sinne des Wortes, aber ich meine nicht metaphorisch, wahren Sinne des Wortes, Musik. Nach dem Eintrag in Little und Scott ist Asis das Heben, Absetzen und erneute Anheben des Füßes im Takt. Und worum es Nietzsche dabei geht, ist dieses Anheben auch in der Musik nicht akzentuiert wird, während derselbe Begriff in der Bedeutung des Akzentes in der lateinischen Dichtung sowie in der Dichtung der modernen europäischen Sprachen, also des Englischen, Deutschen, Italienischen und so weiter, also beispielhaft für eben den betonten Ictus genannt wird, von dem Nietzsche gerade behauptet, dass er im Griechischen nicht existiert. Er sagte relativ deutlich, kein Ictus. Es gibt hier zwar Ausnahmen unter den modernen Dichtern, aber es fällt den modernen Lesern bezeichnenderweise eher schwer, etwas mit ihnen anzufangen. Nietzsche wiederholt diesen auf fast erschreckende Weise subtile und deshalb nur schwer fassbaren Sachverhalt in seinen frühen philologischen Überlegungen immer wieder. Und er kommt auch
Was noch wichtiger ist, in seinem späteren Leben trat auch zurück, wo er seine eigenen Erfahrungen als Klavierspieler, als Pianist nachzeichnet, und zwar vor allem in seinem späteren Briefwechsel mit Karl Fuchs, in dem er sich immer noch mit Blick auf Riemanns 1882 erschienenen Studie zum selben Thema mit Musik und Phrasierungen befasst. Der Höhepunkt von Nietzsches erstem Buch über die Tragödie besteht darin, dass die Tragödie nicht als eine Art Schmerz über die tragischen Aspekte des Lebens betrachtet werden darf und auch nicht als eine Reinigung durch Furcht und Mitleid, jene, wie Nietzsche eher derb witzelt, pathologische Entladung, die Katharsis des Aristoteles, von der die Philologen nicht recht wissen, ob sie unter die medizinischen oder, das sind die zwei vorigen Vorträge, die medizinischen oder die moralischen Phänomene zu rechnen sei. Statt Aristoteles zitiert Nietzsche vielmehr Goethes Bemerkung, dass das ästhetische Spiel bedeutungsvoller sei als die Naturwahrheit und hält fest, diese so tiefsinnige letzte Frage dürfen wir jetzt auch unsere herrlichen Erfahrungen bejahen, nachdem wir gerade an der musikalischen Tragödie erlebt haben, wie wirklich das höchste, jetzt ist hier pathetische, doch nur ein ästhetisches Spiel sein kann, das spätere Geburt der Tragödie, wissen wir glauben dürfen, dass erst jetzt, spät in der Geburt der Tragödie, wird das O-Phänomen des Tragischen mit einigem Erfolg zu beschreiben ist. In einer Nachlassnotiz taucht diese Aspekte wieder, in der etwas, zitiere wieder, faden, das ist Nietzsches eigenes Zitat, faden Auffassung auf, dass das Leben ein Spiel sei und dass die Schmerzen den Sinn von künstlerischen Dissonanzen haben. Schließzitat. Dieser Punkt betrifft die Genealogie oder die Geburt des eigentlichen Gedankens einer Tragödie, im Kern den, wie Nietzsche herausstellt, dass es im Leben wirklich so tragisch zugeht, würde am wenigsten die Entstehung einer Kunstform erklären. Und was tatsächlich verklärt wird im Kunstwerk, ist am allerwenigsten die Realität dieser Erscheinungswelt. Das ist dann die Ende des Zitats. Für Nietzsche gilt, erneut klar gegen Aristoteles gewendet, für die Erklärung des tragischen Mythos ist es gerade die erste Forderung, die ihm eigentümliche Lust in der rein ästhetischen Sphäre zu suchen, ohne in das Gebiet des Mitleids, der Furcht des sittlich Erhabenen überzugreifen. Und genau an diesem Punkt führt Nietzsche seinen eigenen musikalischen Leitgedanken ins Feld. Das ist für ihn die Frage. Es ist eine wirkliche Frage. Wie kann das Hässliche und das Disharmonische, der Inhalt des tragischen Mythos, eine ästhetische Lust erregen? Und seine Antwort darauf ist dieselbe, die er auch im Blick auf Beethoven formuliert, nämlich, dass Beethoven, ganz wie auch Wagner und Adorno urteilen, ein Meister des Spiels mit der Dissonanz sei. Dieses schwer zu fassende O-Phänomen der dionysischen Kunst wird aber auf direktem Wege einzig verständlich und unmittelbar erfasst in der wunderbaren Bedeutung der musikalischen Dissonanz. Überhaupt, und das ist eine Frage, wie überhaupt die Musik neben die Welt hingestellt, allein einen Begriff davon geben kann, was unter der Rechtfertigung der Welt als ein ästhetisches Phänomen zu verstehen ist. Wenn es darum geht, das kommt später, kann es wiedererkennen. Wenn es darum geht, den Siegfried zu beschreiben, spricht Nietzsche nie davon, dass Wagners Musik als dionysische eine Vollendung darstelle. Stattdessen beschwört er Beethoven, ganz abgesehen von Kant und Schiller, ebenso wie er dies dort tut, wo in seinem Text auf Musik und den tragischen Mythos in diesem dionysischen Sinne zu sprechen kommt. Und jetzt hoffe ich, dass es richtig ist. Gut.
beide, Apollo und Dionysos, das ist nicht an meinem Text, beide verklärten eine Region, in den Lustakkorden die Dissonanz ebenso wie das schreckliche Weltbild reizvoll verklingt. Beide spielen mit dem Stachel der Unlust ihren überaus mächtigen Zauberkünsten vertrauend. Beide rechtfertigen durch dieses Spiel die Existenz selbst der schlechtesten Welt. Die Dissonanz im Wesentlichen ein unaufgelöster Akkord ist also immer und von sich aus dabei, zu einer Auflösung zu drängen. So hebt es auch der Albrechtsberger Schüler Ignaz von Seyfried als Herausgeber, sein Titel, Beethovens Studien im Generalbasskontrapunkt und in der Kompositionslehre hervor. Ein Buch, das Nietzsche kannte. In der Beethoven angeblich vor allem auf die verschiedenen Arten der Resolutio Dissonantiarum eingeht, wie man es eben tut. Die verzögerte Auflösung der Dissonanz ist zugleich ein Problem der Zeit. Je länger sie anhält, das heißt, je mehr Unschlüssigkeit, Dissonanz und Misston vorherrschen, desto mehr Schmerz gibt es. Und Beethoven ist bekanntlich ein Meister der verzögerten Auflösung. Dissonanzen werden immer und ausschließlich bezogen auf einen ganz bestimmten Zusammenhang als Dissonanzenphänomen. Es hängt also alles von diesem Konzept ab, von der Art und Weise der Auflösung, wie ebenfalls der Herausgeber von Beethovens Notizen, Gustav Noteboom, noch auch betont. Aber mehr als die Antizipationen der Atonalität des 20. Jahrhunderts, so reizvoll dies auch immer sein mag, es sind ein paar Dissertationen, die meinen, dass Beethoven es antizipiert hat. Und die sind eben ein bisschen ahistorisch, das kann man nicht meinen. War das, was Nietzsche von Anfang bis Ende seines Lebens interessierte, nichts als musikalisch die Betonung von Harmonie und Dissonanz. So bereits in seinen frühen Notizen zu Homer, samt Hesiod, und dem Unterschied zwischen epischer und lyrischer Poesie, Achillekos und Pindar, das heißt die Bedeutung der Dissonanz im Vergleich zur Konsonanz, die Rolle der Melodie sowie die fein abgestimmte Beziehung zwischen Musik und Wort im alten Griechenland. Es ist dieser Kontext, in dem ich Nietzsches Aufmerksamkeit gegenüber Beethoven in seinem ersten Buch interpretieren möchte. Es ist dabei wichtig zu unterstreichen, dass Nietzsche den Text der antiken griechischen Tragödie nicht als eine Art Libretto las, wie dies manche Altphilologen tun, so als, bis heute übrigens, so als sei uns lediglich die musikalische Partitur dazu abhanden gekommen. Nietzsche behauptet vielmehr, dass eine solche Voraussetzung die Beziehung zwischen Musik und Wort in der Antike bereits missversteht. Insofern diese nicht von der Technik einer separaten musikalischen Notation abhänge. Das steht, insofern diese nicht von der Technik, entschuldige, das ist schön, dass man das sieht, aber wenn man sowas sieht, ich, der Vorlesende, sehe nicht, was vor mich sieht. Das ist das, ich habe kein Licht. Okay, ich versuche meine Seite. Und das ist wichtig, deshalb kann ich einfach nicht überspringen. Das geschriebene Griechisch stellt vielmehr seine eigene Form von Notation dar. Ich wiederhole, es ist egal, wie viel ich das tue, aber ich wiederhole trotzdem in der Hoffnung. Das geschriebene Griechisch stellt vielmehr seine eigene Form von Notation dar. Mit anderen Worten, die Hinzufügung einer musikalischen Notation zum Text stellt eine viel spätere Ergänzung dar. Ganz wie die hebräische Vokale eine spätere Ergänzung darstellen, Ivan Illich bezieht sich in seiner akademischen Erörterung der Tradition von Mündlichkeit und Schriftlichkeit auf sie. Wie das Vorbeten, das ist Jiddisch, Davnen, wir sagen, wenn man betet, wie das rhythmische
Beugen des Körpers im Gebet des Hebräers bewahrt die leibliche Tradition den Klang unabhängig von jeder visuellen Gedächtnisstütze auf. Im Fall des antiken Griechentums kam es zu einer musikalischen Notation erst, als dies der Tod der Tragödie, wie Nietzsche ihn beschreibt, zwingend erforderlich machte. Nach dem Untergang der Tragödie, sie starb durch Selbstmord, will sagen, durch die Werke des Euripides und die platonisch-sokratische Rationalität kann Beethovens Spiel mit der Dissonanz uns, wie Nietzsche sagt, helfen, erneut Einblick in das ursprüngliche Paradox der Tragödie zu gewinnen. So spielt Beethoven den Missglauben oder Stachel der Unlust etwa im vierten Satz der 9. Symphonie. In einem gewissen Sinne impliziert Nietzsches Urteil über sein erstes Buch, nämlich, dass es hätte Musik sein, dass es hätte singen sollen, die ganze Emphase für den Gesang, die er den Griechen ganz allgemein zuschrieb. Dass die eigentlich, wie er schreibt, griechische Musik ist durchaus Vokalmusik. Das natürliche Band der Wort- und Tonsprache ist noch nicht zerrissen. Und dies bis zu dem Grad, dass der Dichter notwendig auch der Komponist seines Liedes war. Die Griechen lernten ein Lied gar nicht anders können, kennen als durch den Gesang. Sie empfanden aber auch beim Anhören das innigste Einssein von Wort und Ton. Wie wir sehen, ist es demnach kein Zufall, dass Nietzsche von das griechische Musikdrama an seinem ersten öffentlichen Vortrag in Basel 1870 mit dem Gesamtkunstwerk beschäftigt sein würde und dass er sich in seinem Buch über die Tragödie mit dem Problem des Chores befassen würde, dass Generationen von Germanisten, meinen alten Freund, jetzt gestorben, Ernst Behle, eingeschlossen missverstanden haben. Und dass der Chor, den Nietzsche uns dann als ein analoges Beispiel für das präsentieren wird, was in einem tragischen Kunstwerk möglich war, kein anderer als der Chor Beethovens war. Nietzsche nimmt also auf eine beeindruckende Weise, und ich denke, und die Musikwissenschaftler Karl Dahlhaus hat das gesehen, doch auch die Amerikaner, sein Assistent damals, zufällig wie ich in Berlin war mit der Taube, mit Dahlhaus. Ich hätte es gern umgetauscht. Das war klar. Räumt dies wenigstens zum Teil teilweise ein, das sagt eine Fußnote. Nietzsche nimmt also eine ganze Reihe, es sind nur Ausnahmen, von Beethoven-Experten vorweg. Wenn er fragt, ich zitiere, und was sagt uns Beethoven selbst, indem er diesen Chorgesang durch ein Rezitativ einführen lässt? Auch Freunde, nicht diese Töne, sondern lässt uns angenehmere anstimmen und Freudenfüllere. Das ist vom Nachlass nicht dasselbe, wie ich zuher aus dem völligen Wissenschaft zitiert habe. Die Frage beantwortet sich für Nietzsche, indem er sich auf die Dimensionalität des Tones konzentriert. Beethoven brachte den Chor, wie Nietzsche im Laufe seines Studiums zur antiken Tragödie herausgefunden hätte, als, zitiere, den überzeugenden Ton der Menschenstimme. Und zwar nicht im Hinblick auf das Wort und seine angebliche Bedeutungshaftigkeit, sondern vielmehr in dem für Beethoven wichtigen Sinne, wobei Haydn hier seinen Beitrag leistete, als, zitiere, die Unschuldsweise des Volksgesanges. Nicht nach dem Wort, aber nach dem angenehmen Laut. Nicht nach dem Begriff, aber nach dem innig freudenreichsten Ton. Begriff der erhabene Meister in der Sehnsucht nach dem seelenvollsten Gesamtklang seines Orchesters. Next time I will memorize it. Für Nietzsche, in Übereinstimmung mit Wagner, und später wird auch Adorno sich bemühen, dieses zu entschlüsseln, worum es hierbei ging, war das rein symphonische, zitiere wieder, wie Wagner in Betreff der großen Missa Solemnis sagt,
die er ein rein symphonisches Werk des echtesten beethovenschen Geistes nennt. Das ist ein Zitat in Nietzsche von Wagner. Und er gibt auch den Luzi, der tut er sehr selten, Beethoven, Seite 47. Nietzsche fährt darin fort, Wagner zu zitieren, da er selbst offenbar nicht hatte besser sagen können, wenn er auch seinem Anspruch nach viel, viel mehr verstand als der offene Komponist, der in seiner Beschreibung der Missa Solemnis festhielt, zitiere wieder, die Gesangsstimmen sind hier ganz im Sinne wie menschliche Instrumente, also die Singende waren Instrumente. Denn die alte griechische Tragödie war in der Tat und ganz in diesem Sinne eine Symphonie, menschliche Instrumente. Und nur so könnte man die Tragödie verstehen, insofern die Dissonanz einen Teil der Komposition darstellt und daher, wie Goethe betont hätte, von sich aus eine ästhetische Rolle spielt. Es geht hier nicht um Furcht und Mitleid, sondern die Schönheit. Und da überspringe ich, damit ich passe in die Zeit. Und alle Fragen sind jetzt drin. Also, wenn man Fragen hat, das ist übersprungen. Mabel, ja? Ich kann nur auf die Fragen verzichten und hören dann doch noch ein bisschen zu. Also ich nehme an, ich gehe jetzt davon aus, dass es keine Fragen geben würde. Ich normalerweise habe keine Fragen. Ich bin da an Küppel. Also, aber wir gehen ein bisschen durch diese Poussin-Bild, das war inzwischen. Und wenn man meint, dass Dionysos die Schwierigkeit ist, da sieht man Marcel Detienne, Apollo, Couture, Allemann. Apollo war nicht eigentlich großartig nett zu den Leuten da. Weil dagegen Dionysos normalerweise, das ist nur ein Vakanter, der spielt für den Wohle von Dionysos, der ist immer normalerweise ein Statue. Okay, wir gehen zu. Gut. Und ich weiß nicht, ob ich das finde. Okay. Hier war das und das ist Menschenstimme, wie man das kriegen könnte. Das war das Zwischenteil davon. Und das ist eben warum, wenn man nach Japan geht oder nach Frankreich oder nach Italien und hört die sehr, sehr schönen Beethoven 9, das ist nett, wenn man das tun kann, und es kommt auf einen Dirigent irgendwie ein, dass es schön wäre, wenn man das Stock, wie die Kirche es meint, in das landsübliche Sprache gesungen werden sein sollte, und man hört es auf Lateinisch oder Französisch oder was immer, es klingt nicht dasselbe. Lateinisch habe ich noch nicht gehört. Man braucht, um das zu haben, ein gewisses Laut, ein gewisser Ton, und dieser Ton ist Freude. You cannot do it with joy. You cannot do it with what would be French, Tracy? Joie. I don't know if they use that. Non, en français, c'est peuple des cités lointaines. Oui, c'est ça, exactement. Nicht mit Freude zu tun. Oui, c'est ça, da auch nicht mit Joie zu tun. Also, aber nie Freude. Okay, das ist ein anderes, das war, falls ich über mit Tracy hineingehen würde und so weiter. Gut, wir gehen dort. Okay. Das ist wieder dann zurück zu den Geburt der Tragödie. Man verwandle das beethovenische Jubellied der Freude in ein Gemälde. Und ich soll ein bisschen zurückgehen, ich muss halten, das geht nicht sonst. Dieses ist das Gemälde, unter welchem Nietzsche und Wagner haben ihre Gespräche in Tüpfchen geführt. Es ist kein Gemälde, es ist ein Teppich, es ist ein Tapestry, wir sagen. Aber es ist ein Tapestry, das jeder haben könnte. Ich habe das für meinen Buch von Dresden bestellt, das ist ein Hüpfessig. Und als Hüpfessig, man sieht, das ist das Nette daran, ist eben diese Panther. Nietzsche spricht von der Panther, das ist sehr wichtig dort. Und er hat ihn lange betrachten können, sowie diese Tatsache, dass der Panther einfach dort liegt. Es tut die Leute nicht auffressen. Für Nietzsche, Kleinbürger, wie auch immer. Also das ist sehr einfällig. Okay. Und so haben wir diese gleiche Geschichte.
und kommen zurück zu unserer Nietzsches Klärung in Mann verwandelt. Okay. In ein Gemälde, das ist eben der Gemälde, das ist das bessere Gemälde, was Postan ist, aber das, was er meint, ist die andere. Und bleibe mit seiner Einbildungskraft nicht zurück, wenn die Millionen schauervoll in den Staub sinken, so kann man sich dem Dionysischen nähern. Jetzt ist der Sklave freier Mann. Jetzt zerbrechen alle die starren, feindseligen Abgrenzungen, die Not, Willkür oder, das ist noch ein Zitat zu lang für hier, freche Mode zwischen den Menschen festgesetzt haben. Jetzt, bei dem Evangelium der Weltenharmonie, fühlt sich jeder mit seinem Nächsten nicht nur vereinigt, versöhnt, verschmolzen, sondern eins. Was Nietzsche am Ende der Geburt der Tragödie zum Ausdruck bringen möchte, aber das wäre ein anderer Vortrag, ist das, was er die Menschwerdung der Dissonanz nennt, die er bereits antizipiert hatte, als er den ersten Abschnitt mit einem Zitat aus Schillers Gedichte schloss, in einer ebenso plastischen wie vergeistigten Weise, dass die Beethovens musikalische Umsetzung von Schillers eigenen Worten der Transfiguration, Verklärung einbezieht. Der edelste Ton, auch Platin ist dabei, der kostbarsten Marmor wird hier geknetet und behauen, der Mensch. Und zu den Meißelschlägen des dionysischen Weltenkünstlers tönt der eleusinische Mysterienruf. Sorry. Ihr stürzt nieder, genau. Want to read it? No, okay. Bist du sicher? Alles du den Schöpfer wert und so weiter. Für Nietzsche, der darauf beharrt, dass der Schmerz ein Teil der Lust ist und die Lust wiederum nur eine Art von Schmerz, für Nietzsche ist das Element des Dionysischen jedenfalls der Schlüssel für den Beginn bzw. die Geburt der Tragödie. Das Dionysische mit seine selbst am Schmerz perzipierten